Online Radio Dion am Sonntag, wie immer zur gewohnten Zeit in Sachen Fußball on Tour. Heute in Lendersdorf, letzte Partie zu Hause. SC Alemannia Lendersdorf empfing den FC Dion 77. Große Partystimmung nach Schlusspfiff, große Saisonfinale. Mehr dazu mit dem Trainer Stefan Nippelmuck. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, guten Abend, Herr Jochen. Herr Nippelmuck, die Stimmung ist auf dem Siedepunkt. Man hat gewonnen, 3:1. Der Aufsteiger kann, wie gesagt, am vorletzten Spieltag auch nicht mehr absteigen. Ist schon lange in trockenen Tüchern. Fazit von dem heutigen Spiel zur Halbzeit. Ein knappes 2:1. Waren Sie mit diesem Ergebnis zufrieden oder war es doch noch enger, wie das Ergebnis aussah? Ja, wie gesagt, zufrieden mit 2:1 mit Sicherheit. Wobei 77 in der ersten Halbzeit viele gute Dinge gemacht hat, auch das 1-0 erzielt haben, auch gute Konterchancen hatten, ein bisschen Glück vielleicht gehabt haben, aber im Endeffekt, ja, mit 2:1 bin ich auf jeden Fall zufrieden. Nicht glücklich unbedingt, aber 77 hätte und unentschieden in der Halbzeit auch verdient. Ja, Patrick Hirsch und Julian Pohl, die altbekannten in Lendersdorf, die ja schon, sag ich mal, Urgewächse sind, glaube ich, wenn man das so verfolgt, haben den Halbzeitstand korrigiert in der 45. Minute. Waren Sie denn überrascht von dem offensiven Auftreten der Dürener, bereits nach 15 Minuten Rückstand zu bekommen? Nein, ich glaube schon, dass sie einfach im vorletzten Spieltag beide Mannschaften sind gerettet. Schönste Sommerfußballwetter, sage ich jetzt mal. Ja, ist taktisch, klar muss man diszipliniert arbeiten, aber ich habe auf ein offenes und torreiches Spiel einfach gehofft, weil einfach die Zuschauer es auch verdient haben, hier in Lennersdorf ein gutes Spiel zu sehen. Ja, für diese Verhältnisse, dass beide gerettet waren, glaube ich, können beide Mannschaften zufrieden sein. Natürlich, ich natürlich mit dem Ergebnis von 3:1 im Endeffekt umso mehr. Ja, in der 85. hat der Pierre Stollenberg nochmal nachgelegt zum 3:1. Sommerfußball, gute Stimmung, auch jetzt nach Abschluss des Spiels. Wir haben sie in die zweite Halbzeit verfolgt mit ruhigem Gewissen oder waren sie an der Seitenlinie hin und wieder auch schon mal, sag ich mal, im Laufschritt? Ja, im Laufschritt nicht mehr, aber 77 hat es gut gemacht. Also wir hatten, also ich sag's zu meinem Trainerkollegen Miguel Servus nachher. Im Endeffekt war es ein gutes 3-3-Spiel. 77 hat einfach die zweite Halbzeit vielleicht nicht die Tore gemacht. Wir waren etwas effektiver. Ja, wir sind zufrieden, wir haben einen Sieg geholt. Finde auch, ja gut, 77 kannst du uns zum Beispiel nicht mal einholen. Wir werden einen guten 9. Platz wahrscheinlich erreichen, 8. oder 10. wie auch immer. Für die erste Jahr Kreisliga kann man absolut zufrieden sein. Ja, Sie haben es angesprochen als Aufsteiger im ersten Jahr, Platz 9, wenn man die anderen Aufsteiger sieht, sag ich mal, Schwarz-Weiß Titz und Schwarz-Weiß Hochumstammeln schreibt Geschichte in der Kreisklasse. Sind die Aufsteiger in diesem Jahr besonders erfolgreich? Woran kann das liegen? Sind die Aufsteiger besser bestückt als die altbekannten Vereine? Ja. Da stellen Sie eine Frage, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich glaube, wir haben einfach mit Hochumstammeln dieses Jahr 2. Platz wahrscheinlich, wie ich aktuell weiß, super Offensive. Die hatten einfach einen guten Lauf in der Rückrunde. Titz immer in allen Spielen immer schwer zu spielen. Lennersdorf in vielen Spielen eigentlich auch gezeigt, was möglich ist. Und dementsprechend können, glaube ich, die Aufsteiger von letzter Saison, also mit Titz, Hochumstammeln und wir, mit Sicherheit sehr zufrieden sein. Gehen wir mal über den Tellerrand hinaus. Nächste Woche, letztes Spiel am 10. Juli, dann ist die Saison vorbei. Alle Spieler wahrscheinlich schon unter Vertrag. Der Trainer hat schon lange, glaube ich, unterschrieben. Die Tinte ist schon mehr als trocken. Aber Sie kriegen ja auch, sage ich mal, eine tatkräftige Unterstützung beziehungsweise einen prominenten Sportler jetzt in der nächsten Saison. Ja, prominent in dem Sinne, ja. Wie gesagt, wie Sie gerade sagen, Thomas Wetzer. Ja, Lennersdorfer kommt zurück. Wir haben, glaube ich, mal vor 3 Monaten miteinander telefoniert und dann war das eigentlich kein Thema. Aus verschiedenen Gründen, weil FC Düren dran war und wie sie alle heißen. Ja, wir freuen uns, dass Thomas zurückkommt, aber Thomas allein natürlich ist nicht der einzige Neuzugang. Wir werden natürlich uns versuchen, so gut wie möglich zu verstärken, dass wir einfach qualifiziert und der Größe und der Breite einfach stärker werden. Ja, aber wie Sie gerade sagen, Thomas Wetzer kommt zurück, da freut sich ganz Lennersdorf drauf. Ganz Lennersdorf freut sich, dass der Thomas Wetzer zurückkommt. Frage von unserer Seite natürlich jetzt, als Co-Trainer oder nur als Spieler? Nein, nur als Spieler. Ja, also wir haben unser Trainerteam zusammen, mit Alex Monat als Torwarttrainer, mit Matthias Bong auch als Co-Trainer halt, da sind wir schon gut bestückt.
Thomas soll einfach als Spieler kommen, die Jüngeren mit seiner Erfahrung vieles helfen und natürlich mit seiner Qualität und mit Sicherheit weiterbringen. Sie haben es angesprochen, in der Breite wollen Sie sich verstärken. Haben Sie da schon denn definitive Vorstellungen? Viele sind ja schon im Abschluss, wo Sie, sag ich mal, jetzt sich auf gewissen Segmenten verstärken wollen? Oder haben Sie die Spieler auch schon dementsprechend im Visier genommen? Ja, also wir sind aktuell, wie gesagt, mit Thomas Betzer von Straß wird kommen, dann werden wir einen neuen Torwart haben. Luca Krische auch aus Straß, der Junge, der in der Landesliga dieses Jahr gespielt hat, ein junger Bursche, der uns mit Sicherheit in diesem Bereich Torwart helfen wird in der Defensive. Dann wird aus Gürtenich werden noch welche kommen. Eiko Thielserin, der in Gürtenich 3 gespielt hat, der in der Jugend B und A Jugend in Alemannia Aachen Bundesliga gespielt hat. Das war ein cooler Fall, ein guter Junge. Und Jeremy Bleske, aktuell auch einer von der dritten Mannschaft aus Gürtenich, der uns auch weiterhelfen wird mit Sicherheit. Ja, und wer noch kommt, das müssen wir einfach nächsten 2-3 Wochen noch warten. Also wir sind auf jeden Fall personell, wenn wir mit Sicherheit eine Breite und qualitativ stärker als letzte Saison. Hochinteressante Neuverpflichtung in Lendersdorf, gute Perspektive für den Trainer Stefan Nepomuk. Dementsprechend Stimmung pur heute. Wie lange soll die Party heute gehen? Ja, das ist in Lendersdorf immer schwierig. Ne? Also so ein Party in Lendersdorf dauert in der Regel etwas länger als normal. Ich lasse mich einfach überraschen heute. Und wir genießen einfach den Abend, weil wir einfach für unsere Verhältnisse, unsere Ziele waren Klassenerhalt. Das haben wir ja schon vor einigen Wochen geschafft. Und ja, ich genieße heute einfach den Abend. Schöne Wetter heute hier in Lennersdorf. Ja, in die Zukunft schauen wir einfach. Stefan Nepomuk, herzlichen Glückwunsch zum Verbleib in der Kreisklasse. Glückwunsch für die Neuverpflichtung und alles Gute für die neue Saison. Vielen Dank und schönen Abend. Danke, schönen Abend. Danke.